Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns hier wieder bei Miss Bonnie. Big Bonnie nennt sie sich. Und zwar habe ich jetzt eine ganze Weile leider nicht mehr spielen können, aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt gar nichts mehr aufnehmen kann, muss ich halt nochmal nach 8 Uhr online gehen. Ja, wie ihr seht, ist es schon ziemlich dunkel jeden Abend ab 8 Uhr, aber das soll uns nicht stören. Ich hoffe, es wird nicht noch dunkler. Wir sehen uns jetzt erstmal an, was die gute Bonnie für eine Quest für uns hat. Sie hat ja gesagt, wir sollten wiederkommen. Hallo Susanne, ich bin oben im Turm gewesen und habe die Maschine untersucht. Für eine Meisterin wie mich ist das machbar. Jedoch musst du nicht glauben, dass es für jeden ein Pappenstiel ist. Als ich Silverglade verließ, war ich so sauer, dass ich mein Werkzeug in den Brunnen warf. Das hatte ich schon ganz vergessen. Jetzt brauche ich das Werkzeug aber, sonst kann ich die Uhr nicht reparieren. Ich traue mich nicht raus. Stell dir nur vor, jemand würde mich erkennen. Du kannst dich hier natürlich frei bewegen. Reite zum Brunnen und suche mein Werkzeug. Los, beeil dich. Ja, machen wir noch glatt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, welchen Brunnen sie jetzt meint. Ich habe nämlich hier gar keinen gesehen. Das soll irgendwo geradeaus sein. Ach, den Brunnen, okay. Jetzt verlässt man sich einmal drauf, dass das Pferd stehen bleibt, wenn man draufklickt. Da ist ja mein Werkzeug. Danke, Susanne. Aber das ist ja alles kaputt. Oh nein, warum passieren solche Sachen immer mir? Warum? Warum? Du klopfst Bonnie auf den Rücken. Selbst wenn ich mein Werkzeug repariert bekomme, würde das nicht reichen. Wir brauchen Öl, um die Maschine einzuschmieren. Sehr viel Öl. Wer könnte denn so viel Öl haben? Niemand. Wirklich niemand. Steve? Hat er Öl? Ja, das könnte sein. Aber das wird sowieso nicht klappen. Du willst es versuchen? Ja, ja, versuch's nur. Hier hast du eine leere Ölflasche. Sprich mal mit Steve. Oh, was für ein Unglück, wenn man glaubt, alles würde endlich gut werden. Da macht einen das Schicksal einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung. Warum ist das Leben so grausam? Mein Werkzeug ist kaputt. Ob man das reparieren kann? Das geht doch nicht. Wie sollte das denn gehen? Hat doch alles keinen Zweck, Susanne. Ich gehe wieder in den Sack und du kannst mich zurückbringen. Du willst versuchen, das Werkzeug zu reparieren? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was? Du hast Freunde, die dir helfen können? Der Schmied? Er ist fleißig? Ja, aber ich glaube nicht, dass er helfen kann. Uff, na gut, schlimmer kann es nicht werden. Versuch's mal. Ja, das werden wir dann auch tun. Wir gehen jetzt erstmal kurz beim Steve vorbei. Ja, da wollte ich nicht gegen reiten. Ich weiß, ich weiß. Wenn man zu sehr auf das Ausrufezeichen unten auf der Karte guckt. Problem? Öl? Ja, hab ich. Öl ist dort hinten im Tank. Aber das weißt du ja schon. Ob das nicht Diesel ist? Na ja, ja, aber es ist kein großer Unterschied. Du musst wissen, dass mein Diesel sehr ölig ist. Du kannst mir vertrauen. Du kannst deine Flasche dort einfach auffüllen. Du schaffst das schon. Okay, dankeschön. Ja, werd bloß schneller. Hallo. Wie oft muss ich jetzt hier drehen? Stimmt, mit dem Typen müssen wir auch noch reden. Achso, So, dann... Moment, muss ich nochmal mit dem sprechen? Warum? Na, sieh mal an. Dann ist deine Ölflasche jetzt voll. Oder Diesel. Oder Dieselölflasche. Ja, genau. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Jetzt hast du eine volle Flasche mit Öldiesel, Susanne. Ich hoffe, es bringt dir was. Mach's gut. Ah, okay.
So. Nee. In die Richtung. Ach so, das ist jetzt die. Nee, okay, ich sehe schon. Das ist die Ölmacherin. Da wollten wir jetzt aber nicht hin. Wir wollten zum Schmied. Bin ich da wirklich kürzer, als wenn ich den normalen Weg laufe? Ich versuche es mal. Ich hoffe, dass das überhaupt ein Weg ist hier. Ach, der Weg ist das. Ah, okay, dann bin ich wirklich schneller hier. Sei gegrüßt, Susanne. Kann ich dir behilflich sein? Die Werkzeuge der Uhrmacherin reparieren? Normalerweise würde ich mich nicht mit solchen Kleinkram abgeben, aber weil du mich darum bittest, mache ich eine Ausnahme. Du bittest mich hier um kein einfaches Projekt. Es ist wahrscheinlich das Schwierigste, was man von einem Schmied verlangen kann, selbst von einem so erfahrenen Schmied wie mir. Um das zu erledigen, brauche ich deine Hilfe. Du musst mir Eisen aus dem Herzen von Knagnox Wut holen, tief unten im Vulkan. Der Tod und Zerstörung über Jorvik versprüht. Die Reise ist sehr gefährlich und birgt viele Gefahren. Du wirst eine Zeit lang von der sicheren Zuflucht Jorviks entfernt sein. Keine Sorge, Susanne, ich helfe dir. In der Kiste dort drüben beim Haus ist ein Zelt. Das kannst du dir für die Reise ausborgen. Nimm es, dann erzähle ich dir mehr. Okay. Welche Kiste? Hier ist keine Kiste. Hallo? Hier ist keine Kiste. Ach, dahinter. Da ist ja das Zelt. Gut, hör zu. Deine Reise zu Garnock, ich kann es nicht aussprechen, wird mindestens einen Monat dauern. Ach du Scheiße. Und während dieser Zeit wirst du weder deine Freunde noch deine Pferde treffen können. Du musst alleine reisen. Das bedeutet, dass Angel Wings auch hier bleiben muss. Einen Monat ohne Freunde und Pferde. Ich bin froh, dass man sich trotz des großen Opfers auf dich verlassen kann. Bist du bereit, deine Reise zu beginnen? Ist das jetzt sein Ernst? Hahaha. Hohoho. Hahaha. Ich habe dich nur veräppelt, Susanne. Was für ein Scherzkeks ich bin. Ich schmiede nicht nur tolle Werkzeuge, sondern denke mir auch die lustigsten Witze aus. Hoho. Es war so einfach, deine Werkzeuge zu reparieren, dass ich sie schon fertig habe. Hahaha. Was für einen tollen Scherz ich mir ausgedacht habe. Darüber wird man sich noch in 100 Jahren lachen. Das muss der witzigste Witz aller Zeiten sein. Hier ist dein Werkzeug, Susanne. Gib sie deiner Freundin, der Uhrmacherin. Hahaha. Blöd, Mann. Also, ich konnte ihm das jetzt nicht abkaufen, dass man jetzt komplett ohne Pferde und alles ist in einem Pferdespiel. Ich habe jetzt gedacht, man könnte da irgendwo mit hinfahren oder so. Aber ich habe mich schon darauf gefreut, dass ich irgendwo in einen Vulkan reinkomme. Schade. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt wieder zu Silverglade zurückkommen. Und zur Uhrmacherin, die wahrscheinlich wieder zu mir sagen wird, dass ich einen Tag später wieder vorbeikommen soll. Was ziemlich nervig ist, zugegebenermaßen. Aber okay. Ich meine, irgendwie muss man das Spiel ja in die Länge ziehen. Ach, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Uff, du hast die Flasche mit Öl gefüllt? Toll, dann gibt es ja doch noch Hoffnung. Uff, das ist in die Hose gegangen. Ob ich mal gucken will? Nein, ist doch egal. Warte, die sehen ja wie nagelneu aus. Hat sich das Schicksal gewendet? Jetzt haben wir die Chance, Susanne. Jetzt wird es Zeit, die Uhr zu reparieren. Es handelt sich um einen kniffligen Fall und wäre ich nicht so eine Meisteruhrmacherin, hätte ich schon längst aufgeben müssen. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde dir genau erklären, was du zu tun hast. Sorry, aber ich habe gerade leichten Schluckauf. Warum ich es nicht selber mache?
Hast du immer noch nicht verstanden, was für ein Trauma diese ganze Angelegenheit für mich war? Ich kann nicht zurück. Du musst mir dabei helfen, Susanne. Nicht für mich, aber für die Bewohner des Dorfes. Lass sie nicht im Stich. Sie brauchen eine funktionierende Uhr. Du hilfst mir? Danke. Jetzt werde ich dir erklären, was du zu tun hast. Es ist wichtig, dass die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Wenn du es richtig machst, wird die Uhr wieder laufen. Ansonsten wollen wir hoffen, dass es klappt. Du musst folgendermaßen vorgehen. Schritt 1. Benutze den Schraubenschlüssel am Rad am Ziffernblatt. Schritt 2. Schüttle Öl in den großen Trichter. Schritt 3. Benutze den Drehschlüssel, um die Tür aufzuziehen. Schritt 4. Betätige den Hebel, um die Tür zu starten. Schritt 5. Drücke die Daumen. Viel Erfolg! Okay. Ich kenne mich, das kann ich mir sowieso nicht merken, bis ich da bin. Aber gut, es steht ja normalerweise sowieso dann auch drin. Moment, halt, stopp. Da links war das, glaube ich, mit der Uhr. Ja, genau. Stopp, stopp, stopp. Ja. Ich weiß, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass du automatisch runtergehst. So, ja, also. So. Okay, man kann alles gleichzeitig machen. Das ist schlecht. Benutze den Schraubenschlüssel am Rad am Ziffernblatt. Das ist ein Rad, aber das ist kein Ziffernblatt, oder? Ja, müssen wir erstmal hinten rum. Das ist ein Rad, aber da gibt es auch kein Ziffernblatt. Okay, aber das scheint gemein zu sein. Okay. Schüttle Öl in den großen Trichter. Was für ein groß... Ach, da oben ist auch noch mal was. Das sieht man nach einem großen... Nee. Hä? Ach, da. Ja. Benutze den Drehmomentschlüssel, um die Uhr aufzuziehen und dann den Hebel drücken. Das ist wahrscheinlich der hier oben gemeint, obwohl hier gibt es auch noch einen. Da war das. So, Moment. Drehmomentschlüssel. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, welchen Hebel ich drücken soll. Der ist nicht markiert. Der ist markiert, okay. Juhu, die Uhr funktioniert wieder. Ich bin jetzt eine Meister-Uhrmacherin. Yay. Bonnie, ich habe es geschafft. Ich komme, um dir die frohe Kunde mitzuteilen. Du hast die Uhr repariert. Hurra! Ich habe die Uhr repariert. Eigentlich nicht. Hurra für mich! Ich bin eine Heldin. Eine richtige Heldin. Ich werde dich nie vergessen, Susanne. Das verspreche ich. Wenn ich meine Auszeichnung bekomme, werde ich dir besonderen Dank zusprechen. Hallo. Ich habe hier alles gemacht, ja? Aber ich habe ein Level Up. Yay! Big Bonnie sei Dank. Hallo, und was ist mit mir? Ich will nicht eingebildet klingen, Susanne. Aber jetzt werde ich Blumen und eine Auszeichnung vom Ratsmann bekommen. Vielleicht wird er mir zu Ehren auch eine Party schmeißen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was für ein Tag. Lass uns gehen. Okay. Bonnie rennt wie ein Blitz zum Ratsmann. Ja, warum auch nicht? Aber ich glaube nicht, dass sie ihm sagt, wer jetzt die Uhr wirklich reparierte.
Oh, hallo, Uhrmacherin Big Bonnie, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Grummel? Schon. Schön, dich zu sehen, Big Bonnie. Wenn du schon da bist, könntest du vielleicht die Uhr reparieren? Was? Du hast sie schon repariert? Ach toll, danke. Jetzt muss ich aber los. Ich habe heute so viel zu tun. Ja. Was? Was hat er eigentlich gesagt? Er hat gar nicht gemerkt, dass ich weg war. Bin ich so unansehnlich? Oh, ich bin nicht mehr wert als... Niemand hat gemerkt, dass ich jahrelang weg war. Das ist schrecklich. Ich bin wertlos, ein kleiner Krümel, eine Laus. Schnupf. Bitte entschuldige mich, Susanne. Ich muss zurück ins Silo und dort meine Tage in ewigen Gram und Einsamkeit verbringen. Die geht mir langsam auf die Nerven. Hallo Susanne, kann ich dir helfen? Warum sieht Big Bonnie so unglücklich aus? Was ist passiert? Oh, das verstehe ich natürlich. Sie war im Exil, weil sie dachte, sie wäre für den Untergang des Dorfes verantwortlich. Und jetzt, wo die Uhr repariert ist, hat sie sich eine andere Reaktion erhofft. Was sollen wir denn da machen, Susanne? Alle anderen Armbanduhren und Handys, alle haben Armbanduhren und Handys und niemand braucht die Ratsuhr. Wir müssen sie aufheitern. Ich werde noch einmal mit ihr sprechen, Susanne. Grummel? Uhrmacherin Big Bonnie, bitte verzeiht mir mein Auftreten von vorhin. Du musst verstehen, dass ich ohne die Ratshausuhr in den letzten Jahren morgens nie aufstehen konnte, da mich niemand mehr geweckt hat. Ich habe mich regelrecht in einen Zombie verwandelt. Aus diesem Grund war meine Reaktion etwas schwach. Inzwischen sind die Neuigkeiten aber in mein langsames Gehirn vorgedrungen. Du hast eine grandiose Tat vollbracht. Als du uns damals verlassen hast, waren wir wahnsinnig enttäuscht und sauer auf dich. Wir konnten nicht verstehen, wie du uns mit einer kaputten Uhr allein gelassen hast. Nach ein paar Jahren verstanden wir dann, was für einen schwierigen und wichtigen Job du hast. Einer nach dem anderen von uns stieg in den Turm hoch, um die Uhr zu reparieren. Doch keinen ist es gelungen. Und schon einen Tag nach deiner Rückkehr funktioniert die Uhr wieder. Du bist eine wahre Heldin. Aus Dank ernenne ich dich zu Silverglades Stadtuhrmacherin des ersten Grades. Uhrmacherin Big Bonnie, tausend Dank. Bitte verlasse unser Dorf nie wieder. Ohne dich wird es untergehen. Ja, das war gar nicht hochgestochen. Wusste ich doch, Susanne. Ich will nicht eingebildet klingen, aber ohne mich bleibt das Dorf einfach stehen. Ich werde nie wieder fortgehen. Nie wieder. Alles dank dir, Susanne. Nimm dies als Dank für deine Hilfe. Jetzt muss ich wieder nach Hause. Nach 5 Jahren im Exil gibt es unfassbar viel zu putzen. Komm mich doch mal besuchen, wenn du Zeit hast. Tschüssi. Ja. Damit war sie dann weg. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal diese Episode für heute beenden, weil es ja jetzt auch nichts anderes mehr hier zu tun gibt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.